Und damit herzlich willkommen zu der Programmvorschau für die 43. Kalenderwoche hier auf meinem Kanal Let's Play mit Herz und Eisenseele. Ja, ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich letztes Wochenende anfange mit dem Verschicken der Postkarten. Also es geht, um genauer zu sein, um diese Postkarten hier, die all meine Kanalmitglieder zugesendet bekommen, als auch alle, die mir über meinen WhatsApp-Kanal folgen. Die Adressen habe ich mittlerweile zusammengeschrieben. Ich habe auch schon einige Karten geschrieben. Ich bin aber nicht ganz fertig. Es sind doch ein paar mehr geworden, als ich gedacht habe. Aber wenn ihr noch Interesse an solchen Karten habt, dann wisst ihr ja, der Link zu meinem WhatsApp-Kanal, wo ihr mir folgen könnt, beziehungsweise zur Kanalmitgliedschaft, findet ihr unten in der Kanalbeschreibung. So, aber dann kommen wir ganz schnell dieses Mal zu meiner Programmvorschau. Und es geht gleich los. Am Dienstag um 19.30 Uhr spielen wir gemeinsam im Stream Final Fantasy 14. Und zwar die Questreihe um die Königinwache. Genauer gesagt werden wir wahrscheinlich in die Bossia Südfront gehen. Das ist ein neuer instanzierter Bereich für, ich glaube, 72 Spieler, wo man dann PvE-Raids und so weiter zusammen machen kann oder kleinere Gruppen bilden. Ich weiß es noch nicht genau, ich habe mich extra im Vorfeld nicht informiert, um mich nicht spoilern zu lassen. Aber da können wir uns die nächste Stufe für unsere Reliktwaffe besorgen. Mir wurde zwar gesagt, es gibt auch noch andere Wege, die etwas effektiver sind. Die werden wir uns vielleicht auch anschauen, aber wir wollen vor allem die Quest sehen und die neue Story-Entwicklung, wie es da weitergeht. Der Stream wird sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, also in dem Fall twitch.tv/eisenseele20. Auch hierfür ist der Link unten in der Beschreibung reingeschrieben worden. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zur Seite, falls ihr lieber auf Twitch sehen wollt. Wie gesagt, es geht um 19.30 Uhr los. Die Aufzeichnung von dem Stream bekommt ihr dann am Donnerstag im Laufe des Tages. Aber am Mittwoch geht es dann zum einen nach Tokio, zum anderen natürlich aber auch in unser Unterbewusstsein, wenn wir in Persona 5 Royal endlich die Schatzkammer finden im Palast von Komoshida. Und ja, das heißt, wir sind unserem Ziel ein bisschen näher gekommen. Und am Freitag versuchen wir wieder mit den Römern in Civilization 6 die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und es gelingt uns sogar, einen Spieler vom Brett zu nehmen, nämlich die bösen, bösen Norweger. Allerdings zu einem sehr, sehr hohen Preis. Und am Sonntag um 16 Uhr spielen wir Final Fantasy VII Remake wieder. Wir sind immer noch im Wollmarkt unterwegs. Jeder weiß doch, was im Wollmarkt passiert, bleibt im Wollmarkt. So, das war's von meiner Seite. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, diese Woche ist was für euch dabei. Ich kann euch noch einen kleinen Ausblick auf die Woche drauf geben. Ich habe ja gesagt, am 28. Oktober werde ich in meinen Geburtstag reinstreamen. Ich weiß jetzt auch schon, welches Spiel ich spielen werde. Und zwar das Spiel, was ich momentan so viel wie kaum ein anderes spiele, nämlich Crusader Kings 3. Und ich freue mich schon, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Region, welchen Adel, welche Provinz wir spielen sollen oder Religion, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Und das kann mich dann ein bisschen beeinflussen, wenn wir dann am 28. einen neuen Herzog, König, Grafen, was auch immer, aussuchen werden. So, jetzt aber wirklich Schluss. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke an meine Kanalmitglieder und besonderen Dank an mein Ehrenmitglied, den guten Negi Magister. So, und nun, wir sehen, hören und spielen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.